jetzt haben wir da Lefties Bude. Geht's denn da noch hin? Hey, Einbahnstraßenschild. Einbahnstraße. Einbahnstraße, Sackgasse. Welch passende Metaphern für die menschliche Existenz. Erinnere mich, dass ich dir neue Pillen besorge. Okay, was haben wir hier hin? Wieder ein Graffiti? Der Soto? Wo geht's hin, Sam? Oh, verpassen wir reichen Kriminellen ein paar Strafzettel. Lass uns rumfahren, Gesetzesbrecher suchen, Max. Au, ja! Ach ja, die hatten ja ein Auto, genau. Hallo? Übrigens, Sam, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich glaube, ich habe versehentlich unsere Bremskabel durchgeknabbert. Nein, oh. Ich glaube nicht, dass du das erwähnt hast. Ich schätze, dann werden wir zum Bremsen einfach ordentlich auf unsere Vordermänner draufknallen müssen. Schon eingeplant, Kleiner. Und jetzt? Gespeichert, okay. Und wo sind jetzt hier... Okay, wir müssen klicken. Hallo, wir sind die Freelance Police. Und Sie nicht. Also tanzen Sie nach unserer Pfeife. Warum haben Sie mich angehalten? Ihr Rücklicht ist kaputt. Nein, ist es nicht. Na, vielleicht sollte es aber. Merke, möglichst Verdächtige anhalten, die tatsächlich etwas verbrochen haben. Ah, okay. Heute scheint keiner das Gesetz brechen zu wollen. Ich weiß, was ist denn mit euch? Stellt gefälligst was an, ihr kranker Haufen Perverser. Welcome, members of Neo. Hat das vielleicht was mit diesen Schildern zu tun? Die schauen alle gleich aus, die Autos. Farmers Market? Was haben wir da? Wenn ich so rechtzeitig lesen könnte. Sie rechts ran, oder wir sind gezwungen, ihr Fahrzeug und alle Insassen zu vernichten, wenn welche drin sind. Okay. Ahoi, anonymer Autofahrer. Sollten Sie vorhaben, uns zu bestechen, wäre jetzt der geeignete Zeitpunkt. Was werfen Sie mir vor? Unsittliche Entblößung. Unserer selbstgebastelten Radaranlage zufolge haben Sie soeben die Lichtgeschwindigkeit überschritten. Das ist physisch unmöglich. Oh, möchten Sie, dass ich Ihnen demonstriere, was physisch alles möglich ist? Naja, wenn man berücksichtigt, dass Sie das Verbrechen, dessen wir Sie bezichtigen, gar nicht begangen haben, wollen wir Sie heute noch mal mit einer Verwarnung davon kommen lassen. Mist! Freunde, was müssen wir denn... Wen müssen wir denn anhalten? Ich bin sehr verwirrt. Also wir brauchen das Geld für diesen komischen Gaswerfer. Also wir sind auch gerade über eine rote Ampel, das habe ich auch noch mitbekommen. Aber das konnte ich nicht, also das... War nicht in den Sprachoptionen drin. The original Duck Decoy Show and Sale. Übernimm mal das Steuer, Kleiner.
Okay. Also wir können alles Mögliche abknallen. Sogar die Parkuhren. Okay. Ui. Rechts ran. Keine Angst, wir wollen bloß reden. Hallo, Sir. Oder Madam. Du kriegst eine Menge Ärger, Mister. Oder Miss. Weswegen? Da kommt nichts Neues. Sie sind quer über die Straße geeiert wie ein betrunkener Rollschuhläufer auf nassem Eis. Das waren doch Sie. Ach, richtig. Den Strafzettel stellen wir uns später aus. Jetzt müssen wir erstmal weiter unschuldige Opfer anhalten. Tschüssi. Mhm. Nee, also auch mit Rumballern funktioniert's nicht. Tja, Freunde, ich glaube, wir kommen hier noch nicht weiter. Nun gut, schauen wir uns erstmal weiter um. Poster. Was ist das denn? Sprühfarbe. Hey, eine Dose Sprühfarbe. Und sogar noch was drin. Cool. Schau mal, da scheint es ein Rasenmäherrennen zu geben. Klasse, ich fahre gerne Rasenmäher. Die sind wie Golfmobile mit Zähnen dran. Okay. Lefties Bude. Whee! Hier war früher mal Lefties Werkzeugverleih. Der gute alte Lefty wird mir fehlen. Den konntest du doch nicht ausstehen. Hast ihm sogar mal einen Dreier-Steckschlüssel ins Auge gerammt. Ja, eben. Schöne Zeiten waren das. Oh, alles klar, Max. So, was haben wir hier? Sackgasse. Einbahnstraße, Sackgasse. Welch passende Metaphern für die menschliche Existenz. Wie? Erinnere mich, dass ich dir neue Pillen besorge. Wie er doch recht hat. Fangt noch heute damit an. Therapie, okay. Was ist das? Ich wollte echt das Schild angucken, aber okay. Willkommen! Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Therapie vertragen. Aber nicht von einem glubschäugigen Zirkusfreak wie... Hey! Noch einer von den Limolausern. Ich? Genau, du bist, Glubschi! Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Mein Name ist Sybil Pandemic, lizenzierte Psychotherapeutin. Bitte was? Bist du sicher, dass du Sybil heißt? Nicht Glubschi? Absolut! Sybil Pandemic, lizenzierte Psychotherapeutin. Das bin ich. Der versucht uns übers Ohr zu hauen, Sam. Wo ist deine Wumme? Gewalt ist keine Lösung. Seit wann? Sam, wir haben es hier mit einem gefährlich wahnhaften Psychopathen zu tun. Offensichtlich. Mhm. Wie wär's mit ein bisschen Psychoanalyse? Ja, erzählen Sie mir, was Sie auf dem Herzen haben. Jedes Mal, wenn ich fernsehe, will ich auf etwas schießen. Das ist ganz normal. Aber vielleicht probieren Sie mal Brady Cultures Eyebow Fitness Video aus. Das wirkt sehr beruhigend im Vergleich zu normalem Fernsehen. Aha. Ja, Bow. Ei, meine triefenden, spiegeleiartigen Augen könnten wirklich ein Fitness-Workout vertragen. Sie werden's nicht bereuen. Der will auch dieses Eyebow-Zeug verkaufen. Wer ist denn Lady Culture, bitte? Brady! Brady Culture! Er ist der weitblickendste und erstaunlichste Mensch auf diesem Planeten. Weiter nichts. Was? So. Nicht John Penn?
Nicht mehr. Oh. Da bin ich aber enttäuscht. Okay, wer ist Sean Penn? Keine Ahnung. Okay, wir haben schon ein Video. Genug geredet. Entschuldigst du mich mal eben? Sicher. Was hat denn da gerade geknurrt? Hilfe. Weißt du noch damals, als du in Therapie warst? Allerdings. So einen Fehler macht der Richter nie wieder. Interessant hier. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich war mal im Voll-Sophia und habe mir ein Tattoo von Angela Merkel stechen lassen. Du hast doch gar kein Tattoo. Vielleicht haben sie ja weiße Tinte genommen. Schauen wir uns mal um. Großartige Idee. Okay, also mit Max können wir auch reden. Der hat auch einiges für uns. War jetzt ein Zufall. Ein Fehlklick. Gott sei Dank. Ich sitze schon so lange in dem Schrank hier fest, dass ich angefangen habe, den Mottenkugeln Namen zu geben. Ich muss mich setzen. Oh mein Gott, er ist immer noch da? Rufen Sie die Polizei! Gestatten, Sam und Max, Freelance Police. Wollen wir uns nicht duzen? Sybil Pandemic, lizenzierte Psychotherapeutin, sehr erfreut. Verhaftet diesen Irren auf der Stelle! Hm. Ich dachte, Psychotherapeuten nehmen das Wort Irre nicht in den Mund. Wirklich? Steht das so im Handbuch? Das Psychotherapeutenhandbuch oder das Irrenhandbuch? Gibt es da einen Unterschied? Aber das ist mein Freund. Du bist befreundet mit diesem zu groß geratenen soziopathischen Kind? Oh, sorry. Ich dachte, du meinst dieses zu groß geratene soziopathische Kind. Wie lautet die Anklage? Körperverletzung, Entführung, Identitätsdiebstahl. Na, hört sich doch gut an. Wie Musik in meinen Ohren. Fehlt allerdings noch Dusseligkeit. Er hat mich im Schrank eingesperrt und behauptet, er sei ich? Gute Güte, wieso? Naja, solche Fälle sind oft kompliziert und heikel. Es könnten unterdrückte Gefühle inadäquater Übertragung oder latenter, ungerechtfertigter, hypochondrischer Freudianismus im Spiel sein. Bitte wer? Wie bitte? Er ist völlig durchgeknallt. Obwohl, bei Lichte betrachtet, ich glaube, er wurde hypnotisiert. Ja. Ach du klebriger Kaugummi auf dem Couchkissen einer Kuh, Hypnose. Ja, genau so ist es. Das ist dieses Video, Freunde. Können wir irgendetwas beisteuern? Sanfte Musik oder vielleicht ein bisschen invasive Chirurgie? Schockbehandlung, Schockbehandlung! Typischerweise kann ein hypnotischer Zustand revidiert werden, nachdem das Opfer für neue Eingaben empfänglich gemacht wurde. Sorry, ich spreche kein psychotherapeutisch. Man muss sie bewusstlos schlagen, um die Hypnose zu unterbrechen. Bewusstlos schlagen? Das hört sich doch an wie ein Plan. Ah. Ich demonstriere es an dem hier, wenn du ihn für mich umhaust. Sozusagen schon erledigt. Verstehe, Freunde. Deswegen haben wir auch Strulli ausgenockt. Glubschi. Ich sehe alles. Wow, wo ist er denn hin? Hey, da ist er ja. Sie haben eine lizenzierte Psychotherapeutin angegriffen. Wie konnten Sie nur? Ach, war eigentlich ganz einfach. Kann Max ihn nicht festhalten? Egal, schauen wir uns erstmal im Raum um. Whee! Sehr beruhigend. Die Tigeruhr, okay. Schrank machen wir wieder zu. Waschbecken können wir nix. Couch. Ich würde mich gerne ein bisschen lang machen. Wenn's sein muss. Aber mach's bitte kurz. Manchmal verblüffst du mich, Max. Eindrucksvolle Zeugnisse. Dankeschön. Nee. Hey, das sind meine. Ich bin Sybil Pandemic. Aber natürlich, meine Liebe, natürlich. Oh Mann. Nettes Schild. Denk positiv. Oh, das Tiki. Relikt aus vergangenen Tagen, als man jeden billigen Müll verkaufen konnte, ohne dafür eine erfolgreiche Kinder-TV-Show zu brauchen. Neidisch? Ein bisschen. In so einem Ventilator hat Max mal fast einen Finger verloren. Ja, aber es war nicht mein eigener Finger. Ach so, dann ist er gut. Der sieht bequem aus. Oh, ist er auch. Woher willst du das wissen? Du hast doch gar kein Tattoo. Hab ich nicht. Okay, also wir wissen, Max hat Angela Merkel als Tattoo. Ich glaube, die sind zum Aufbügeln. Praktisch und schmerzhaft. Für die meisten Kunden sicher ein heißes Eisen. Okay, Tattoo-Vorlagen zum Aufbügeln. Hautkunst. Ist das Kunst für Haut oder Kunst aus Haut? Deine Ideen sind wie sprießende Pusteln, Max. Geschwollen und ekelerregend. Okay.
Okay, Kaktus hat nichts für uns. Noch ein Tiki. Oh, das Tiki. Relikt aus vergangenen. Ja. Nur dafür eine. Neidisch? Hat man schon. Das ist sicher das unentspannendste Schild, das ich je gesehen habe. Was ist mit dem aus dem Barbierladen, wo drauf steht, kaum tödliche Verletzungen? Gut, ich nehm's zurück. Ein Fuchs auf dem Kaktus. Ah, Taxidermie. Die Toten sind die Kitschobjekte der Lebenden. Und umgekehrt. Du bist ein unerschöpflicher Quell von irgendwas, Max. Okay. Netter Kaktus. Saguaro? Vinyl. Hey, wenn du den in Tinte tunkst, kannst du 30 Tattoos auf einmal stechen. Wenn ich 30 Kunden gleichzeitig auftreiben könnte, wäre ich immer noch im Tattoo-Business. Darf ich damit spielen? Nein, es macht die Leute verrückt. Wen? Mich. Okay, dieses Klackteil. Sprechanlage. Keine Anrufe mehr durchstellen, bitte. Hey, Finger weg von meiner Gegensprechanlage. Hey, Sybil. Hallo. Ich meinte die andere Sybil. Also kümmert ihr euch jetzt um den Betrüger hier oder nicht? Ja. Was ist aus deinem Tattoo-Business geworden? Das Gesundheitsamt geht Verstößen gegen die Bestimmungen doch nicht etwa nach. Nein, nein, natürlich nicht. Aber eines Tages kam ein Kunde rein und meinte, er bräuchte unbedingt eine nackte Frau auf seinem Bauch. Und das habe ich etwas fehlinterpretiert und danach habe ich es einfach aufgegeben. Oh, okay. Schon komisch. Dein Laden liegt genau gegenüber und ich glaube, ich war vor heute noch nie hier. Dein Freund schon. Er versucht mich ständig breitzuschlagen, dass ich ihm irgendein verrücktes Tattoo schenke. Du könntest einen Strich auf meinen Kopf tätowieren und zwei Augen auf meinen Hintern, damit ich aussehe, als wäre ich verkehrt rum. Zum letzten Mal. Nein. Oh Mann. Draußen steht, du hast 24 Stunden geöffnet. Ist das nicht etwas seltsam für eine Psychotherapeutin? Naja, viele meiner Patienten halten sich für Vampire. Ah ja. Was dagegen, dass du mal unter meine Motorhaube schaust, ob da irgendwo eine Schraube locker ist? Pass auf, ich schenke dir eine Sitzung, wenn du dich um diesen Kopfkranken kümmerst. Das habe ich gehört. Wir sollten uns mal über ihre feindliche Einstellung unterhalten. Und zwar schnell. Okay, also... Ich denke, es könnte noch weitere Hypnoseopfer geben, die hier die Gegend unsicher machen. Dann seht zu, dass ihr die ebenfalls bewusstlos macht. Oh toll, noch mehr Gewalt gratis. Ja, alles klar. Wenn du entschuldigst, wir haben noch eine Menge vor. Kann man wohl sagen. Vielleicht kann Max ihn festhalten? Der Bursche ist schnell. Und er hat gute Augen. Wird schwierig, sich an den Rand zu schleichen. Dann nimm ihm die Augen raus. Danke, du bist wirklich eine Hilfe. Total. Schauen wir uns mal um. Großartige Idee. Erstmal nochmal mit ihm quatschen vielleicht. Hey, Glubschi. Sibyl. Klar. Du bist ganz schön schnell für einen Burschen in deinem Alter. Tja, da meine Ernährung ausschließlich aus stark koffein- und zuckerhaltigen Getränken besteht, habe ich den Blutdruck und die Herzschlagfrequenz eines Kolibris. Was ist denn die Lebenserwartung eines Kolibris? Frag nicht, Kleiner. Ich glaube, die leben nicht sehr lang. Sibyl ist doch eigentlich ein Mädchenname, oder? War sicher schwer, damit aufzuwachsen. Was glauben Sie wohl, warum ich Psychotherapeutin geworden bin? Freunde, der hat bestimmt Durst. Dürfen wir mal irgendein Ausweispapier sehen, Sybil? Meine Lizenz hängt doch da drüben an der Wand. Wie wär's mit irgendwas mit einem Bild drauf, du offensichtlicher Spinner, du? Ich kann gern eins draufmalen, wenn sie das beruhigt. Sonderbarerweise glaube ich das nicht. Okay, Freunde. Entschuldigst du mich mal eben? Sicher! Ich habe einen Plan. In Boscos Null Service Shop gibt's doch jede Menge Getränke. Er trinkt also nur stark koffein- und zuckerhaltiges. Wenn wir ihm also einen entkoffeinierten Kaffee oder so bringen? Verletzung des Postgeheimnisses ist ein Verbrechen und wird mit Geld- und Gefängnisstrafen geahndet. Wie wir nach dem Zwischenfall mit dem Gartenschlauch erfahren mussten. Schöne Erinnerung. Also Sybils Piercing Tattoo. Okay, ist durchgestrichen und drunter steht Psychotherapie. Alles klar. Was haben wir da? Liver and Onions. At the Bigelow's Ice Pink and Meat Packing Facility. Alles klar. Wir könnten uns auch erstmal das Video anschauen. Oder... Pass mal auf.
Wir versuchen mal den hier. Koffeinrausch.